Heute geht es um die Torpedo-Pentasport-Nabenschaltung mit zwei Zugkettchen, die auch zweizügige Pentasport genannt wird. Ich kenne das selber, in der Not ist Ruderrad teuer, deshalb zeige ich in diesem Video alle Reparaturschritte, die du wissen musst. Außerdem findest du auf meinem Kanal noch weitere Reparaturanleitungen. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust und ein Abo dalässt. So, woher weiß ich, dass ich diese Schaltung überhaupt habe? Zuerst einmal am Daumenschalter, der sieht immer so aus, hat 5 Gänge und darauf steht Pentasport Torpedo. Dann an den zwei Kabeln, die aus dem Daumenschalter rausgehen und hinten nach links und rechts ans Rückgrat gehen. Das größte Problem ist, dass das Fett in der Narbe verharzt und man die Zugkettchen nicht mehr sauber ziehen kann, weil sie verkleben. Bei diesem Modell können die Kettchen auch gerne mal abbrechen, wenn das Fahrrad umkippt. Und zuerst entfernen wir die kleinen Boxen, indem wir da oben drauf drücken und sie abziehen und bauen dann das Rad aus. Dann können wir auf beiden Seiten die Schaltkettchen gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Hier sieht man schon, da hat jemand einfach Öl in die Narbe gekippt. Das löst das Problem allerdings nur kurzzeitig. Und man hat ja gesehen, langfristig ist sie wieder verklebt. In dieser Narbe gibt es ein langes und ein kurzes Zugkettchen. Wie bei vielen anderen Narben gibt es hier auch die sogenannten Backen, das sind die Planflächen, die man in den Schraubstock einspannen kann. Das machen wir auch mit dem Zahnrad nach unten zeigend. Dann schrauben wir auf der oberen Seite die zwei 17er Muttern ab und legen sie beiseite. Jetzt können wir unter drehenden Bewegungen den Bremshebel nach oben abziehen. Das Kugellager liegt entweder im Bremshebel oder in der Narbe. Außerdem liegt da drin noch der Bremsmantel. So, nachdem wir die Bauteile rausgenommen haben, können wir das gesamte Rad vom Rest der Narbe abziehen und weiterarbeiten. So sah das bei meiner Narbe aus und ist ja kein Wunder, dass sie dann nicht geschaltet hat. Ziemlich verölt und verklebt. So, ganz oben befindet sich ein Sicherungsring, den kann man entweder mit einer Sicherungsringzange abmachen. Wenn man das nicht hat, kann man auch am Rand in der kleinen Aussparung mit einem Schlitzschraubendreher den Ring abhebeln. Darunter befindet sich die sogenannte Anlaufscheibe, die kann einfach nach oben entnommen werden. Sie hat hier so eine kleine gerade Fläche und passt nur in einer Position auf die Narbe. Den zusammengebauten Bremskonus können wir gegen den Uhrzeigersinn nach oben abdrehen. Und dann kann man den Planetenradträger kräftig abziehen. Im Planetenradträger klebt noch bei mir eine Unterlegscheibe, die würde normalerweise auf der Narbe liegen. Dann entnehmen wir die Feder mit dem Federteller. Danach kann man das Sonnenrad mit den Kronzacken und das darunterliegende Sonnenrad entnehmen. Jetzt drehen wir die gesamte Narbe im Schraubstock einmal um, sodass das Zahnrad oben ist. Mit dem 17er Schlüssel und ein bisschen mehr Kraft kann man dann hier die Konusmutter abschrauben. Dann kann man den Antreiberzusammenbau abnehmen und die beiden Federn sowie das Kugellager abnehmen. Aber Achtung, die kleinere Feder hat unten einen Federteller, der manchmal im Kupplungsrad klebt, wie zum Beispiel bei mir. Dann können wir auch das Hohlrad und das Kupplungsrad zusammen abziehen und das verbleibt im Schraubstock. So, hier demonstriere ich einmal, wie die Schubklötze von den Zugkettchen gezogen werden. Das funktioniert dann auf beiden Seiten so. Die Schubklötze haben beide ein kleines Gewinde in der Mitte und da schraubt sich das Schaltkettchen jeweils rein. Der zweite Schubklotz ist zwischen den Federtellern. So, dann haben wir hier noch einen Sicherungsring über den Federteller, den kann man allerdings nur mit einer Sicherungsringzange entfernen oder alternativ mit zwei Schraubendrehern, mit denen man darauf drückt. Danach können wir die Feder mit beiden Federtellern abnehmen. Außerdem solltet ihr das Rad bzw. die Narbenhülse von innen auch einmal komplett reinigen, weil da auch Fettrückstände, die verkleben, drin sein können. So,
So, das sind meine ganzen Bauteile und da sieht man ja schon, dass das Fett vor allen Dingen beim Planetenradträger am Tuch kleben bleibt. Deswegen sollte das alles einmal gereinigt werden. So, zum Reinigen kann man das Ganze noch weiter zerlegen. Dazu haben wir noch diese vier Baugruppen, die sich noch weiter zerlegen lassen. Als erstes haben wir hier das Kupplungsrad mit dem Hohlradzusammenbau. Das Kupplungsrad lässt sich einfach aus dem Hohlrad rausdrücken. Aus dem Hohlrad lassen sich dann noch die Sperrklinken und der zugehörige Sicherungsring einfach mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Das Kupplungsrad hat unten auch noch einen kleinen Sicherungsring, den kann man auch mit einem Schlitzschraubendreher hochhebeln und dann kann man das Zahnrad von dem anderen Zahnrad abziehen. Als zweites haben wir noch den Bremskonus. Da sitzt oben die Friktionsfeder. Das ist die Feder mit dem kleinen abstehenden Stück. Die kann man auch einfach abhebeln. Und unten sind wieder Sperrklinken mit dem Sicherungsring. Die kann man auch einfach abhebeln. Als drittes haben wir noch den Bremsmantel. Der ist auch einfach durch einen Sicherungsring zusammengehalten. Den muss man auseinanderbiegen und dann kann man die zwei einzelnen Elemente ausnehmen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Antreiber. Da wird das Ritzel gesichert durch einen Sicherungsring. Den kann man entfernen. Da gibt es hier so drei Riefen, wo man mit einem Schraubendreher reingehen kann. Und dann kann man den ganz leicht weghebeln. Danach kann man das Ritzel und den darunterliegenden Staubdeckel abnehmen. So, im Antreiber selbst ist dann noch ein Staubdeckel. Darunter befindet sich das Kugellager. Den Staubdeckel kann man auch vorsichtig raushebeln. Ich habe jetzt alles einmal durchs Benzinbad gejagt und sauber gemacht. Und dann fangen wir mit dem Zusammenbau an. Das Kupplungsrad kann man zusammenbauen, indem man die zwei Zahnräder aufeinander steckt, den Sicherungsring wieder in seine Nut drückt. So, das Zahnrad sollte sich jetzt nicht mehr vom anderen abziehen lassen. Beim dazugehörigen Hohlrad muss jetzt in diese Nut der Sicherungsring für die Sperrklinken. Der hat so einen kleinen Haken und dieser Haken muss hier in dieser Aussparung, die nur einmal an dem Hohlrad dran ist. So, dann können wir ganz einfach mit einem Schlitzschraubendreher den Sicherungsring anheben und ganz einfach die Sperrklinken einsetzen und danach sitzt das alles in seiner Position. Das funktioniert so auf beiden Seiten. Und dann können wir von innen das Kupplungsrad in das Hohlrad eindrücken. So, als nächstes bauen wir den Antreiber wieder zusammen. Dafür nehmen wir den Antreiber, die abstehende Seite nach oben und von oben setzen wir den Staubdeckel auf. Darüber kommt das Ritzel mit der gewölbten Seite nach oben. Das Ritzel hat diese drei Markierungen und mit diesen drei Markierungen passt es auch nur in die drei Nuten auf den Antreiber. Dann drücken wir den Sicherungsring in die Nut darüber, damit das Ritzel in seiner Position bleibt. Ich fange dafür an einer Seite des Sicherungsrings an und arbeite mich einmal rum. So sollte das Ganze dann aussehen. Anschließend schmieren wir von oben den Bereich, wo das Kugellager gleich sitzt, mit Wälzlagerfett ein. Dann setzen wir das Kugellager mit den Kugeln nach innen ein, schmieren es nochmal ein bisschen mit Wälzlagerfett und setzen dann den Staubdeckel auf. Der Staubdeckel sollte gleichmäßig eingedrückt werden. Danach fetten wir die Unterseite des Staubdeckels mit Wälzlagerfett, legen das Kugellager mit den Kugeln vom Antreiber weg zeigend ein und schmieren dann nochmal Fett drauf. So, jetzt bauen wir den Bremskonus-Zusammenbau zusammen. Dazu nehmen wir die Friktionsfeder und schieben sie auf die Nut oben. Danach nehmen wir den Sicherungsring für die Sperrklinken. Und am Bremskonus selbst gibt es hier so zwei Aussparungen. In diese beiden Aussparungen muss der Sicherungsring am Ende einrasten. Dann können wir auch mit unserem Hebeltrick die beiden Sperrklinken wieder einsetzen. Als letztes bauen wir den Bremsmantel zusammen. Dafür haben wir den Sicherungsring und wir fangen mit einem Stück des Bremsmantels an. Das setzen wir ein, indem wir den auseinanderhebeln. Den zweiten setzen wir dann auch ein und dabei ist wichtig, dass beide Ausklinkungen auf derselben Seite sind. Das freie Stück zwischen dem Sicherungsring sollte auf der Höhe einer Ausklinkung sein. Dann haben wir hier unsere Achse. Auf einer Seite sind ja die Aussparungen in der Mitte, beziehungsweise die Löcher.
und diese Seite wird nach oben in den Schraubstock eingespannt. So, dann setzen wir den Federteller mit der Wölbung nach unten ein. Danach setzen wir den Schubklotz mit der Rundung nach oben ein. Dann kommt die Feder drauf und dann kommt der flache Federdeckel oben drauf. Dann setzen wir den Sicherungsring ohne Aussparung in seine Nut, damit die Feder in ihrer Position fixiert wird. Als nächstes setzen wir den zweiten Schubklotz mit der Rundung nach unten in das obere Loch ein. Dann können wir das Hohlrad und das Kupplungsrad zusammen auf die Achse draufstecken. Als nächstes kommt dann die lange Feder mit dem Federteller unten auf die Achse drauf. Dann setzen wir die große Feder auf und darauf kommt dann der zusammengebaute Antreiber. Der Antreiber wird nach unten gedrückt und muss im Kupplungsrad einrasten. Das erreichen wir durch Drücken und gleichzeitiges Drehen. Wenn der Antreiber einrastet, lässt er sich bis nach ganz unten drücken. So, jetzt halten wir den Antreiber unten und drehen gleichzeitig die Konusmutter so weit runter, bis es nicht mehr geht. Ziehen sie dann noch einmal kräftig an. Damit haben wir auch die Ritzelseite schon wieder zusammengebaut. Jetzt drehen wir die Narbe im Schraubstock um. Da haben wir jetzt das erste Sonnenrad. Das erste Sonnenrad hat so kleine Riefen auf einer Seite und diese Riefen müssen nach unten zeigen. Außerdem muss das Sonnenrad auf den Nasen auf der Achse einrasten. Dann setzt man das zweite Sonnenrad mit den Kronzacken nach unten ein. Und darauf kommt dann die kleine Feder mit dem Federteller nach oben zeigen. Anschließend kommt dann die Unterlegscheibe, die bei mir eben gerade im Planetenradträger klebte, drauf. Und danach setzt man den Planetenradträger selbst auf die Achse. Dabei gibt es Folgendes zu beachten. Jedes kleine Rad am Planetenradträger hat so eine Punktmarkierung. Und jede dieser Markierungen muss von dem Planetenradträger wegzeigen. Alle drei müssen gleichzeitig wegzeigen, damit er richtig einrastet. Wenn er nicht richtig einrastet, dann kriegt man den Sicherungsring nicht mehr drauf. Dafür gibt es ein Spezialwerkzeug, das ist aber meiner Meinung nach Geldverschwendung. Ich habe die einfach ausgerichtet und Klebeband drum geklebt und es dann später abgemacht. Bevor man den Planetenradträger einsetzt, sollte man allerdings alle Zahnräder mit Wälzlagerfett einschmieren. So, man merkt, wenn es eingerastet ist, wenn es einmal richtig Klick gemacht hat und man über den Planetenradträger die Nut für den Sicherungsring sehen kann. Darauf kommt dann unsere Anlaufscheibe. Und das Ganze wird dann oben mit dem Sicherungsring abgesichert. Dann schmieren wir noch den oberen Teil des Planetenradträgers mit Wälzlagerfett ein und lassen den Bremskonus-Zusammenbau darauf. Um das Ganze einzubauen, haben wir jetzt in unserer Narbenhülse einmal eine breite große Öffnung und eine kleinere Öffnung, die aber dafür weiter absteht. In die breite große Öffnung kommt die Narbe mit dem Ritzel. Vorher schmiere ich an die außenliegenden Zahnräder auch noch ein bisschen Wälzlagerfett. Auf der anderen Seite kommt jetzt der Bremsmantel mit den Ausklinkungen nach außen zeigend rein. Bevor man den einsetzt, sollte man allerdings Bremsmantelfett draufschmieren. Das ist spezielles Fett für höhere Temperaturen. Dann kann man in den Bremshebel von innen Wälzlagerfett schmieren und das Kugellager mit den Kugeln vom Bremshebel wegzeigend einlegen. Das Ganze kann man dann unter drehenden Bewegungen auf die andere Seite der Narbe aufstecken. Man merkt dann, wenn es eingerastet ist. So, wie man jetzt sieht, ist das Lagerspiel noch ziemlich hoch. Die Narbe lässt sich nach links und rechts bewegen, das ist natürlich suboptimal. Deswegen stellen wir jetzt das Lagerspiel an. Dazu ziehen wir auf der Bremshebelseite die erste Mutter so fest an, dass die Achse kein Spiel mehr hat, dass sie fest ist, wenn man daran rüttelt. Allerdings sollte das nicht zu fest sein, weil dann lässt sich die Achse nicht mehr drehen. Wenn man das Lagerspiel richtig eingestellt hat, hält man die erste Mutter mit einem flachen Konusschlüssel fest und zieht die zweite Mutter, die Sicherungsmutter, mit einem 17er Schlüssel so fest an, dass sich die erste Mutter nicht mehr verstellen kann. So wird verhindert, dass sich das Lagerspiel während der Fahrt verstellt. Deswegen sind auch zwei Muttern auf dieser Seite. So, wenn das Ritzel sich jetzt in eine Richtung drehen lässt und in die andere blockiert, dann habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt haben wir noch die zwei Zugkettchen, die wir wieder einschrauben müssen. Auf der Ritzelseite wird das kurze Kettchen unter Druck im Uhrzeigersinn eingeschraubt. Wenn man dran zieht, sollte es in zwei Positionen einrasten. Auf der Bremshebelseite wird das lange Kettchen auf die gleiche Weise eingeschraubt. Hier rastet das in einer Position ein, wenn man dran zieht.
So, wenn wir das ganze Rad jetzt hinten einbauen, kann man beim Einbau eine Sicherheitsvorkehrung treffen, und zwar so ein sogenannter Schutzbügel, der verhindert, dass wenn das Fahrrad umkippt, dass es auf diese Kette fällt und die Kette dadurch reißt. Ich baue das bei mir allerdings nur auf der Seite ein, wo kein Ständer ist. Ganz wichtig, beim Einbau nicht vergessen, den Bremshebel auch am Rahmen zu befestigen, wenn man sonst schwere Unfälle haben kann, weil die Bremse nicht betätigt. Die Schaltung wird eingestellt, indem man in den vierten Gang schaltet. Der vierte Gang ist der neutrale Gang, da ist keinerlei Zug auf keinem Kettchen. Auf der Seite, wo sich das Ritzel befindet, nimmt man dann die Kette und schiebt die Box mit dem Schaltzug langsam da drauf, ohne dass die Kette aus der Narbe gezogen wird. Wenn der Schaltzug die Kette nicht erreicht, kann man das verändern, indem man die Imbusschraube rausdreht und damit den Abstand von der Schaltbox zum Kettchen verkürzt. Auf der Seite mit dem Bremshebel ist genau dasselbe Prinzip. Wenn die Kettchen sich nicht richtig ziehen lassen, kann es helfen, einmal die Pedale und die Kurbel nach vorne und nach hinten zu bewegen, damit der Gang richtig einrastet. Die Box sollte locker am Kettchen sitzen und sie nicht aus der Narbe ziehen. Dieses Kettchen sollte sich dann nur in einer Stufe aus der Narbe ziehen lassen. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn es richtig eingestellt ist. Das Ganze kann man aber noch überprüfen. Im zweiten Gang sollte sich das Kettchen auf der Ritzelseite nicht weiter rausziehen lassen. Wenn ja, dann kann man die Box weiter aufschieben, bis es sich nicht mehr weiter rausziehen lässt. Im ersten und im fünften Gang sollte sich auf der Bremshebelseite das Kettchen nicht weiter rausziehen lassen. Wenn das der Fall ist, kann man das nachjustieren, indem man die Box weiter auf das Kettchen schiebt, bis sie sich nicht weiter rausziehen lässt. Wenn ich dir geholfen habe, lass ein Abo da und schau dich auf meinem Kanal um. Ansonsten freue ich mich über ein Like oder deine Meinung in den Kommentaren. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.